Prepare for battle. So. Oh dear, romance me with small talk. Ja, die Nimble Fingers, die finden wir ziemlich geil. So, wir werden wieder Kronos machen. Oder warte mal, wir können nur kurz schauen. Kinessa, Grover, Drogos, Rukus, Tyra. Okay, davon hat niemand ein Schild. Das heißt, bam, wir können dann nachher wieder Cauterize verwenden. Und hier, Yogi-sama. The battle is about to begin. So genau, wir sollten mal ein bisschen auch wieder unsere Rauchwolken verwenden. Die verwenden wir nie, um mal abzuhauen. Das wäre vermutlich besser. So, wir setzen uns mal wieder auch etwas aufrechter hin. Und so. 5, 4, 3, 2, always up for a ride. The battle has begun. Genau, es ist sau witzig, wie die Karten eigentlich aussehen, weil das ist quasi hier, sieht aus wie WoW. Oh, what the fuck? The hell war das denn? Ein Schuss oder was? Ein Schuss und ich war halt weg. Okay. Genau. Gut. Wir gehen mal jetzt hier. Nein. Wir blieben nicht lange genug ungedeckt, um hier einen rauszunehmen. Schade. Wir hätten auch einfach mal tatsächlich intelligent sein können. Und hier Dings. Die. Stop the payload. Ah, fuck. Das ging ja schnell. Enemy killing spree. Verdammt. Ich hab nicht gemerkt, dass wir so niedrig sind. Ansonsten hätte ich das gelassen. Ja, heute die Runde fangen wir richtig schlecht an. Servus, irgendwer ist jetzt neu dazugekommen in den Kanal. Freut mich, dass du zuschaust. Und herzlich willkommen hier im GameLab. Hoppala. Na, verdammt. Ach ja. Oh, der Sniper, den habe ich gar nicht gesehen. Ja. So, wir werden hier ziemlich. Oh, ja, wir wurden hier krass überrollt. Shit! Ja, aber dafür haben wir jetzt unseren Ult. Das heißt, beim nächsten Mal rennen wir da jetzt hin und klüren einfach alles, was da geht. Einfach mit Hidden reinrennen, nicht schießen und Rauchbombe am besten verwenden, um wieder rauszukommen. So, wir können natürlich nichts kaufen. Wir können Rejuvenate kaufen, aber ja. Oh. Doch. Achso, nein, verdammt, das war das Falsche. Ich brauche eigentlich den Debuff auf andere, das, aber ja. Ja, damit bin ich auch schon wieder halber aus dem Rennen. Und damit bin ich ganz aus dem Rennen. Ja.
Ja, ich müsste einfach mal jetzt hier so auf Dings aufwenden, ne? Schade. Keinen einzigen damit umgebracht. Und anscheinend noch nicht mal groß Schaden gemacht. Oh. Ja, da kam. So. Bosnino, servus Bosnino. Wer bist du denn? Kenn ich dich. Freut mich, dass du da bist. Wir spielen Paladins und wir sind gerade am absolut verlieren. Es ist unerträglich. Genau. Double kill. Oh ja, wir sind gerade richtig schlimm am Verlieren. Das gegnerische Team ist verdammt gut. Wir sind verdammt schlecht. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Und ja, prinzipiell ist es quasi wie ähnlich wie Overwatch, nur anders. Genau. Ah, kriege ich das noch hin? Nein, natürlich nicht. Servus und wieder neue Leute. Freut mich, dass ihr hier seid. Wir spielen Paladins und verlieren dabei. Was ist denn anders? Was meinst du mit anders? Ach so, Dings, die Charaktere sind ein bisschen anders, aber prinzipiell uns free to play. Also wenn du tatsächlich Bock hast, es auch zu spielen, also dann holst du sie runter. Nein, kannst du runterladen. Kostet nichts, ist free to play. Ich glaube, irgendwie kannst du halt, aber die geben dir auch genügend Währung, von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Genau. Falls dir das Spiel gefällt, ich habe unten drunter auch einen Referral-Code tatsächlich. Wenn du mich da einträgst als Referrer, dann kriegen wir beide Gold und Kristalle, diese Ingame-Währung, mit denen wir uns tolle Sachen kaufen können. Wir können ja mal gerade zeigen, ja, wo sind denn? Hier Home. Hier im Store, da gibt es halt so Sachen wie, so Chests, die, da kann man halt irgendwie Karten rausbekommen, irgendwie Kosmetika oder so. Wir können Helden davon kaufen, also ich habe jetzt gerade hier irgendwie 10.000 Gold. Und genau, ich glaube durch dadurch, dass man halt die Charaktere spielt, also jetzt zum Beispiel hier, wenn ich hier Erfahrung mit ihr sammle, also... Ja, das ist quasi Overwatch. Servus, JP Barry. Freut mich, dass du da bist. Genau, und wenn man mit der spielt dann und gut spielt, dann kriegt man halt Erfahrungspunkte. Und wenn man Level Up hat, kriegt man Ingame-Währung, also dieses Gold-Ding. Und davon kann man sich dann zum Beispiel Karten kaufen, mit denen man besser werden kann. Genau. Jetzt sagen wir mal Tyra, mit der habe ich jetzt bisher am meisten gespielt. Die ist eigentlich ziemlich cool. Die ist auf Feuer ausgelegt. Also gerade eben haben wir mit der... mit der Sky haben wir gespielt und mit der waren wir gerade fürchterlich, deswegen wechseln wir jetzt einfach mal und hoffen, dass wir damit etwas besser sind. So, warte mal, wie viel Uhr ist denn eigentlich? Es ist 1 Uhr. Gut. Ich mag nur gerade ganz gerne wissen, immer wie viel Uhr denn ist. Was? Was ist da passiert? Die Runde war doch perfekt. Schlimm hier. Paragon wollte ich tatsächlich mal antesten, hab's dann aber irgendwie verschlafen, dass es dann rauskam und jetzt, ich weiß nicht, per Zufall bin ich auf das Paladins gestoßen, ich weiß auch nicht mehr wie, tatsächlich, ich glaube, ich habe einfach von gehört und dann habe ich es im Steam Store gesehen und dann dachte ich so, free to play, sieht ganz nett aus, dann kann ich das ja mal runterladen und, Barry, du hast, das Paladins auch schon gezockt? Oder wie ist das? Oder bist du einfach jetzt nur ein Fanboy, der sagt so, Paragon ist so viel besser? Also, beides ist mir recht. Ich würde nur gerne wissen, was du bist, damit ich deine
deine Meinung quasi einschätzen kann. Und wenn es deine ehrliche Meinung ist, weil du es tatsächlich so findest und auch irgendwie Gründe hast dafür, dann klar, höre ich sie mir gerne an. Und natürlich, also prinzipiell, wenn es mich nichts kostet, dann kann ich auch sagen, ja klar, lade ich mir jetzt runter. Zocke ich hier. Ist ein MOBA. Achso, warte mal, genau. Paragon war doch so Dota in Third Person, ne? Ich erinnere mich, da war was. Ja, Kinder ist hier. Wird das mit der Queue vielleicht noch was? Wir canceln einfach mal die Queue und rein uns neu ein, weil das geht nicht. Das geht nicht. So. Genau. Ich habe mich, glaube ich, mal auch für Paragon für Beta beworben. Ist das jetzt in der Open Beta oder ist es schon. Ist es schon tatsächlich Free-to-Play offen? 8 neue Zuschauer. Servus, freut mich. Richtig brutale Grafik. Ja. Dann hoffe ich ja, dass mein Rechner das hinkriegt. Ich war zwar schon erstaunt, dass er Battlefield 1 hinkriegt, weil das hatte ich irgendwie nicht erwartet. Und dann plötzlich hieß es so, ja, yeah, bam. Ist länger in der Open Beta. Okay. Ja, dann. Weiß nicht, hat da irgendwer einen Referral-Code? Dann kann ich mir eigentlich auch gerade, weil ich glaube, meinen Account, den habe ich bisher noch nicht genutzt, dann kann ich auch direkt mal, kann ich auch direkt mal hier so ein Dings droppen, ne? Das würdet ihr ja für mich dann hoffentlich auch tun, oder? Wenn ich jetzt hier so sage, komm, spielt mal Paladins. Ah ja, genau, wer Bock hat, jetzt Paladins mitzuzocken, darf das gerne tun. Oben rechts seht ihr mein, ich sage oben rechts seht ihr mein Username, seht ihr aber gar nicht. Es ist Gerun, genauso wie er halt oben im Stream steht. Also falls ihr irgendwie Bock habt, mit mir jetzt zu zocken, joinen und Party suchen und dann geht's los. So. Ja, jetzt braucht diese Queue schon verdammt lange. Ich muss öfter sagen, die Queue braucht verdammt lange, weil irgendwie gefühlt immer, wenn ich das sage, 3 Sekunden danach macht das Plop Match Ready. Man könnte fast schon meinen, die High-Res-Menschen hören mein Mikrofon ab. Und wenn die hören, dass ich unzufrieden bin, dann denken sie sich, scheiße, der muss jetzt irgendwie priorisiert werden. Ja, ich weiß, Paladins ist kein Overwatch-Klon. Es ist immer sehr gut, damit zu vergleichen. Nur wegen einem Spieler jetzt, ey. Ja, ich weiß, also Hi-Rez hat eigentlich das Spiel zuerst entwickelt und auch zuerst veröffentlicht gehabt und angekündigt gehabt. Viele Dinge, die zum Beispiel jetzt bei Overwatch drin sind, was bei Overwatch drin ist, haben sie auch zum Beispiel aus dem Tribes-Spiel sich abgeschaut, weil es ist auch so ein Ding. Bei Spieleentwicklung ist auch immer so ein Ding, es hat nichts schon mal nicht gegeben. Also jedes Feature eigentlich, das man sich denken kann, hat es schon mal gegeben. Das Ding ist bloß, diese Features zu einem neuen Bild zusammen zu kombinieren. Okay, was? Aber das klingt doch interessant. Also, ich weiß nicht, gibt's da auch so ein Refer-a-Friend-Ding bei Paragon? Wenn ja, dann lasst mir einen Link da. Och, schon wieder wegen einem Spieler, ey. Kotzen. Dann lasst mir einen Link da, dann kann man da hier mal, kann ich da auch mal zocken. Ich weiß auch nicht, je nachdem wie lang, wie viel Gigabyte es ist. Ja, ist klar, weil es stammt auch von Tribes Ascent ab, weil ich glaube, Hi-Rez war auch dafür zuständig. Oder so ein bisschen. Ja, komm, der letzte Spieler. Du Drecksack, du verdammter Drecksack. Jetzt geh endlich online. Jetzt drück endlich. Meine Fresse. Okay. Wir spielen jetzt Cassie. Ich habe kein. Was ein Astro? Nee, das ist ein Logitech G530 oder so. Warte mal. Steht nicht drauf. Das ist aber schlechtes Branding. Schlechtes Branding, steht nicht drauf, was für ein Modell es ist. Ich weiß nur, dass es ein Logitech G-irgendwas ist. Gut. Wir ziehen uns